Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem P-Shop-Slot. Wir haben jetzt ein gutes Jahr den neuen P-Shop. Ich höre immer wieder, der hat doch mal geschlossen. Gibt es den überhaupt noch? Deswegen haben wir gedacht, wir erzählen euch so ein bisschen, was in dem vergangenen Jahr passiert ist. Was hat sich getan? Wie geht es weiter? Und natürlich ganz wichtig, wie kann uns der P-Shop nächstes Jahr im Wahlkampf helfen? Ich habe mal hier die Wahlkampftermine schon mal rausgeklickt. Es gibt jede Menge zu tun. Es wird jede Menge Flyer zu drucken geben. Ja, aber Gordon, erzähl uns noch mal ein bisschen, was sich so getan hat. Ja, wie die meisten von euch schon wissen, habe ich im März letzten Jahres den P-Shop übernommen. So direkt kurz vor der Europawahl, nachdem das alte Team den Job nicht mehr fortführen wollte. Und bin da direkt dann auch gleich ins kalte Wasser gesprungen, so kurz vor der Europawahl, mit der ganzen Orga, die da dran hing, das ganze Material für den Wahlkampf zur Europawahl zu organisieren. Und entsprechend so noch ganz frisch im Job, und das war schon eine sehr interessante Herausforderung. Ich habe dann angefangen, ein neues Shop-System aufzubauen, was ihr jetzt hier auch entsprechend auf dem Beamer sehen könnt. Zu finden ist der Shop unter der URL shop.datenpartei.de, weil der Support für das alte System ausgelaufen wäre und es war daher zwingend notwendig, ein neues zu setzen, was wiederum auch dazu führte, dass wir bestimmte alte Datenbestände nicht übernommen haben, wie eure Gliederungsaccounts, mit denen ihr früher Sammelbestellungen machen konntet. Ihr müsst euch jetzt sozusagen einen neuen Account anlegen. Ich habe hier auch noch mal eine Übersichtsseite gemacht, wie ihr das machen könnt. Ja, genau. Zack. Wenn ihr hier im Menü auf Gliederungsaccounts klickt, ist nochmal ganz genau erklärt, wie bekomme ich einen Gliederungsaccount und wie kann ich dann entsprechend mit in dem Shop einkaufen als Gliederung. Der Shop ist natürlich nicht nur für Gliederungen, sondern für alle offen. Und wie gesagt, ihr habt halt im Gliederungsbereich spezielle Möglichkeiten, wie Direktdruck oder Artikel, Spenden, Dosen, Visitenkarten zusammen, die nicht öffentlich verfügbar sind. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ich habe dann angefangen, eine neue Logistik aufzubauen und ein komplett neues eigene Lagerwirtschaft. Denn der Partner, mit dem der alte Betreiber früher zusammengearbeitet hat, GetDigital, hatte kein Interesse mehr daran, so könnte man es zumindest ausdrücken, das weiterzuführen. Zumindest hat er uns ein Angebot gemacht, das nicht mehr tragbar war. Und wir hätten dort so viel Geld bezahlen müssen für die Logistik, dass das, ja. So, hat aber auf der anderen Seite auch entsprechend den Vorteil, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, individuelle Abpackungen zu machen. Das heißt zum Beispiel auch Einzelstück oder ja, eher auf eure Wünsche einzugehen und nicht darauf angewiesen sind, wie die Sachen bereits vorgepackt dann im Logistikzentrum liegen. Insofern, wenn ihr irgendwas Spezielles habt, was ihr gerne irgendwie wollt oder was so im Shop vielleicht noch nicht abgebildet ist, dann schreibt einfach eine E-Mail und dann gehen wir entsprechend darauf ein. So, dann haben wir, oder habe ich in diesem Jahr den Wahlkampf in Hamburg begleitet mit Material und auch den Wahlkampf in Bremerhaven-Bremen. Hier haben wir das erste Mal tatsächlich sozusagen eine direkte Kooperation mit den Landesverbänden gemacht. Sprich zum Beispiel, die Bremer sind zu uns gekommen und haben gesagt, sie möchten zum Beispiel eigene Streichholzschachteln haben mit den Bremer Stadtmusikanten drauf. Sie
möchten gerne einen Gutebeutel haben mit den Bremer Stadtmusikanten drauf. Hermi zeigt die gerade mal rum. Solche Sachen haben wir dann ermöglicht, das heißt also auch für euch zur Information, wenn ihr irgendwelche Sonderwünsche habt, wenn ihr glaubt, ihr braucht unbedingt etwas, was es irgendwie in der Form noch nicht im Shop gibt, dann sagt es einfach. Und ich sage mal, die meisten Sachen sind tatsächlich auch möglich. Und im schlimmsten Fall heißt es dann nein, aber wir machen es auf jeden Fall erstmal. Wir haben in Bremen das erste Mal auch ein neues Konzept der Wahlkampfunterstützung umgesetzt. Eine sogenannte Soli-Abwicklung, nenne ich das jetzt mal. In der Regel ist es ja so, dass die Landesverbände, die keinen Wahlkampf haben, eben die Landesverbände unterstützen, die gerade im Wahlkampf sind, auf finanzieller Ebene. Früher wurde an die Landesverbände irgendwie direkt Geld gegeben und man wusste dann nie so genau, was haben die jetzt damit gemacht, wie wurden die Mittel verwendet. Und wir haben hier in Bremerhaven das erste Mal die Abwicklung über den T-Shop gemacht. Das heißt zum Beispiel, Landesverbände haben ein Budget zur Verfügung gestellt, haben gesagt, okay, wir unterstützen Bremerhaven oder Bremen mit 2000 Euro und ihr könnt die Rechnungen sozusagen an uns stellen. Das heißt, wir haben dann über den P-Shop entsprechend das Material, das in Bremerhaven benötigt wurde, an Bremerhaven gesendet und gleichzeitig die Rechnungen dann aber an die entsprechenden Landesverbände gestellt, die das dann abgewickelt oder beglichen haben. Somit wussten die, wofür ist unser Geld ausgegeben worden, was haben sie tatsächlich damit gemacht. Und das ist ein Konzept, das sehr, sehr gut funktioniert hat, das auch gut angekommen ist und das wir in Zukunft auch für die folgenden Wahlkämpfe weiter verfolgen wollen werden. Dann sind halt im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen und Wünsche bezüglich des Shops in das System eingeflossen und wurden weiter programmiert. Wir haben hier mittlerweile die Bio-Akkreditierung drin, die Kaperbriefe oder den Kompass. Hier ist das System so weit aufgebaut worden, dass die ihren eigenen Login-Bereich haben, ihre eigenen Artikel sozusagen im Shop verwalten können, die Sachen selber anlegen können und auch selber, wenn sie wollen, die eigene Logistik machen wollen. Das Ganze ist entstanden aus der Idee, dass einige Landesverbände gesagt haben, sie möchten gerne auch einen eigenen Shop haben, sie möchten gerne Dinge über den T-Shop vertreiben, vielleicht mit eigenem Landeslogo, eine eigene Tasse oder ein eigenes Branding. Diese Optionen sind mittlerweile alle da und wir können sie umsetzen. Diesbezüglich wird es auch nochmal dann nachher in dem Schatzmeister-Slot einen entsprechenden Antrag geben. Da soll entsprechend die Satzung geändert werden, auch in Würzburg, sodass die Umsätze, die die Verbände dann in dem P-Shop machen zum Beispiel, auch tatsächlich auf ihre Finanzierung mit angerechnet werden in Bezug auf den innerparteilichen Finanzausgleich, sodass es dann für euch sozusagen da auch nochmal einen zusätzlichen Benefit gibt und ihr die Option habt, auch euren Deckel zu erreichen, den ihr erreichen sollt. Zu überschreiten. Oder zu überschreiten vor allem. Ja, umso höher, umso besser für alle. Ja. Kann man da tricksen? Also wenn einer schon voll ist, ist man es dann auf den nächsten? Nein. Aber du kannst den anderen gerne Tipps geben, wie man das erreichen kann. Und vielleicht kannst du ihnen sagen, so dieses Produkt läuft super gut, vielleicht wollte das auch mit eurem Landeslogo haben. So, ein sehr, sehr großer Bereich.
Bereich, wo auch sehr, sehr viel Zeit im P-Shop hineinfließt, ist unter anderem die Gestaltung von Material, wie Flyern, wie Merchandising-Sachen, wie Aufkleber, was es nicht so alles gibt, weil wir tatsächlich im Moment in dieser Partei das Problem haben, dass wir irgendwie keine Gestalter mehr haben oder die alle so ausgelastet sind, dass sie es nicht mehr machen können, oder aber auch, weil es immer noch sehr, sehr viele Gliederungen gibt, die einfach ihren Kram machen, was auch gut ist, aber ich würde mir an der Stelle wünschen, dass sie zumindest, wenn sie einen Flyer entwickeln oder irgendwelche Merchandising-Artikel oder Aufkleber machen, das an den Shop weiterleiten, sodass wir die Option haben, das dort aufzunehmen und alle anderen auch von der Arbeit, die dort geleistet wurde, partizipieren können. Das ist leider etwas, was noch nicht so richtig angekommen ist. Da müssen wir unbedingt noch ran. Und ich denke, das ist vielleicht auch eure Aufgabe, das in die Gliederung nochmal hineinzutragen und zu sagen, hey, wir haben hier irgendwie einen gemeinschaftlichen Shop, von dem alle partizipieren können. Wenn ihr irgendeinen coolen Scheiß macht, schickt den einfach mit dahin und lasst die anderen mit davon profitieren. So, dann wird natürlich auch nächstes Jahr der Wahlkampf kommen und wir werden hier laufen, entsprechend natürlich auch mehr Personal brauchen. Ich habe im Moment, mache ich das noch komplett alleine, aber gerade in Hinsicht auf die ganzen Wahlkämpfe wird halt definitiv Personal benötigt. Da bin ich gerade noch in Verhandlungen mit dem Bundesvorstand, wie wir das irgendwie abwickeln können. Er bald lacht schon wieder. Aber ich sag mal, auch Tom hatte damals für die Bundestagswahl noch zwei zusätzliche Kräfte, weil auch er hätte das alleine nicht wuppen können. Für eine Person ist das dann gerade in solchen Wahlkämpfen einfach auch nicht mehr zu bewältigen. Und Für ein Jahr erstmal, weil wir haben halt, wie gesagt, im März die Wahl und im September und damit zieht sich das vom Prinzip her über das ganze Jahr. Und wenn man dazwischen, also zwischen Ende März und dann den Anfang sozusagen vielleicht auch mal 14 Tage nochmal irgendwie Luft holen kann und mal, wäre das vielleicht auch nicht verkehrt. So. Dabei hatte ich unter anderem daran gedacht, dass vielleicht eine Person sich eben ausschließlich dann um Drucksachen wie Flyer, Plakate, Sticker, Visitenkarten, Shirts, Tassen und sowas, alles, was ihr auch in den Gliederungen dann braucht, kümmert. Und eine Person eben sich darum kümmert, um Beantwortung von E-Mails und Anfragen, mit den Gliederungen kommuniziert, aufnimmt, was habt ihr für Wünsche, was braucht ihr für den Wahlkampf, das in Produkte ummünzt, so dass ich mich dann tatsächlich darum kümmern kann, mit den Lieferanten zu verhandeln, neue Produkte zu releasen, die Umsetzung, das Handling, die Verwaltung, Verwaltung, Buchhaltung, Marketing, was da halt alles so mit dran hängt. Und dementsprechend also so ein Stückchenweise habe ich dann eben versammelt und die Kommunikation ein Stückchen weit abzugeben. Was bringt euch der Shop? Wird immer wieder gefragt. Prinzipiell ist dieser Shop eine Zentralisierung für Logistik und Material. Er soll euch in den Gliederungen die Organisation von solchen Sachen erleichtern. Sie soll euch Zeit sparen. Sie soll an einem zentralen Punkt sozusagen dafür sorgen, dass ihr mit all den Dingen, die ihr irgendwie braucht für eure politische Arbeit, versorgt werdet. Darunter fallen zum Beispiel auch nicht nur eben Flyer, sondern halt auch Sachen, die ihr
im normalen Bereich braucht, wie zum Beispiel Spendendosen, Wahlurnen, Akkreditierungsunterlagen, Stimmkarten. Ich habe hier gerade auch schon wieder zwei neue Ideen, so Briefpapier gewünscht, Briefumschläge, das werden wir jetzt aufnehmen. Sprich, wenn ihr da in dem Bereich irgendwo einen Bedarf seht, dann seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, einfach eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, das hätten wir gerne, das brauchen wir, dann nehmen wir das gerne auf, um euch da sozusagen die Arbeit zu erleichtern und die wenigen Leute, die noch da sind, tatsächlich politische Arbeit betreiben können. Was ist deine Reaktionszeit auf sowas derzeit ein, wenn ich jetzt sage, ich wollte Flyer-Reduktion machst du es ja alleine. Kannst du ja realistisch, wie lange sollst du derzeit brauchen? Oder wie es kommt ganz drauf an, wenn der Flyer schon fertig entworfen ist. Also wenn er schon entworfen ist, ist es ganz einfach, dann nimmst du deinen Gliederungsaccount, klickst an und kannst hier im P-Shop wie in jeder anderen Druckerei, wählst du aus Direktdruck, sagst Flyer dünn lang, vier Seiten, sechs Seiten und kannst dann die Vorlage hochladen und das Ganze sozusagen den Druckauftrag geben. Und da ist sozusagen an der Stelle auch tatsächlich mein Appell an alle, nicht über irgendwelche externen Druckereien zu drucken, wie Flyer-Alarm und Co., sondern das tatsächlich über den P-Shop zu machen. Von der Preisgestaltung her sind wir da genauso teuer wie Flyer-Alarm und die anderen auch. Also das heißt, für euch entstehen da nicht wirklich mehr Kosten. Wir haben aber den Vorteil, dass wir eine entsprechende Umsatzzahl im Jahr dann bei dieser Druckerei haben, dementsprechend wieder dort Konditionen für Rabatte aushandeln können, um dann auch zum Beispiel Plakate oder andere Dinge wieder wesentlich günstiger zu bekommen. Und umso mehr wir über diesen P-Shop tatsächlich dann auch an Material drucken, umso mehr profitieren wir alle dann nachher am Ende wieder davon. Das ist ja, ja gut. Wenn da was zu reklamieren ist, dann immer drauf, dann reklamiert das. Dann ist das auch berechtigt. Wie würde das laufen, wenn wir das über dich machen und die Reklamation haben? Weil tatsächlich kommt relativ häufig vor, dass du 20 Flyer findest, dann da jemand, der guckt da mal drüber, reklamiert das immer, kriegen alle mal. Genau, dann schickst du mir ein Foto dazu und sagst, das und das ist Fehler. Und dann reiche ich das auch tatsächlich weiter und dann gibt es halt genau da auch diese Rabatte oder Nachlässe, wie bei den anderen auch. Genau. So, dann haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was kommt in Zukunft. Und eines der wichtigen Probleme ist, und du hast es gerade angesprochen, Flyer. Ich brauche einen Flyer und meistens sind sie halt eben nicht gestaltet. Und was können wir da machen? Und daraus ist die Idee entstanden, Rap to Print. Und an dem Punkt übergebe ich dann einfach mal an die Hermie. Okay, ich werde das jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Wir alle sind irgendwo Mitglied eines Kreisverbandes oder eines Bezirksverbandes. Ich war bis vor kurzem noch in meinem Kreisvorstand aktiv. Viele von euch werden das Problem wahrscheinlich kennen. Man hat dann irgendwie irgendeine Wahl oder es ist irgendwas los und man hat keinen, der einen Flyer hat und dann ist die SG-Gestaltung total überlastet. Das sind irgendwie nur noch eine Handvoll Leute und die reagieren dann nicht in der Zeit, in der wir das brauchen, weil wir in der Regel auch immer auf den letzten Drücker irgendwie auf die Idee kommen, dass wir einen Flyer brauchen. Und also so kenne ich das aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich dann meistens noch da sitze und irgendwie in zwei Stunden irgendwas zusammenklicke, was dann mehr oder weniger stümperhaft aussieht. Das Problem hatten wir gerade bei der Kommunalwahl jetzt in NRW. Da war so viel Arbeit für unsere Kreativen, dass die einfach total überlastet waren, haben einfach nur irgendwie die Dinger designt rausgehauen und wenn dann irgendwie was nicht ganz so rund war, wie man es gerne gehabt hätte, dann ja, also ein Riesendrama. Wie ihr seht, wir haben nächstes Jahr zwei Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen. Wir werden jede Menge Flyer für Direktkandidaten brauchen. Wir haben Landtagswahl, also es wird sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen. Und wir haben einfach nicht genügend Gestalter, um das Ganze irgendwie zu bewältigen, diesen ganzen Arbeitsumfang.
Ich habe dann beim letzten Landesparteitag mal mit dem Marc Janssen von den Kreativen NRW darüber gesprochen. Der sieht das Problem dann natürlich auch noch von der anderen Seite. Und dann haben wir uns mal überlegt, wie können wir das machen. Also Gordon hat ja auch schon angesprochen, er übernimmt ja jetzt auch die ganzen Gestaltungsgeschichten teilweise, was unbedingt sein muss, weil er andere Sachen zu tun hat. Und dann kamen wir auf die Idee, wie machen das denn andere Parteien? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von der SPD. Die hatten für 2014, die haben also grundsätzlich irgendwie für alle Jahre immer irgendwie eine Kampagne. Und dann kann man sich da irgendwie durchklicken. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Plakate raus. Die haben hier einfach irgendwie jede Menge Artikel, DIN A1, DIN A0, in einem fertigen, vorgegebenen Design. Das sieht dann ungefähr so aus. Und man muss quasi dann einfach nur noch sein Kandidatenfoto hochladen, ein paar Dinge ausfüllen und das ganze Ding dann irgendwie zur Bestellung geben. Und dann wird das gedruckt und geliefert und alle sind zufrieden und es ist nicht wirklich viel Arbeitsaufwand. Ja, das sieht dann nur irgendwie ein bisschen doof aus, wenn das alles so fest vorgegeben ist. Und dann haben wir uns gesagt, als wir uns dann alle drei mal zusammengesetzt haben, das können wir ein bisschen besser, so gradenmäßig. Und deswegen haben wir gedacht, wir hätten gerne ein eigenes Web-to-Print im P-Shop, bei dem wir viele coole Sachen machen können. Also zum Beispiel mit den üblichen vorgegebenen Schriften, die wir als Piraten so haben, im Rahmen unseres Corporate Design, was auch dann die 1Vs da irgendwie zusammen auskegeln. Wir haben unsere Logos, wir haben Bilder, wir haben Grafiken, da ist unser ganzes Wiki voll, Unmengen von Dingen. Wir packen das einfach alles da rein. Die Gestalter geben einfach ein Layout vor für die verschiedenen Postkarten, Flyer, Formate, was auch immer. Und dann könnt ihr einfach hingehen, euch mit eurem Regierungsaccount da einloggen und euch lustige Dinge zusammenklicken. Das Ganze funktioniert dann auch hoffentlich nicht nur für Flyer oder für Visitenkarten oder für Postkarten oder Plakate, was auch immer. Das gibt es dann irgendwann später auch für T-Shirts und andere lustige Dinge, die man bedrucken kann. Jo. Genau. Das wäre eigentlich. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wann geht's los? Also, wir hatten geplant, dass wir einen Beta-Test irgendwann im September durchkriegen, wo man das Ganze mal irgendwie ausprobieren kann. Und hoffen, dass wir ab 1.10. damit startklar sind, sodass es passend zum Wahlkampf. Genau, soll ich das noch vorlesen? Nein. Ich kann es ein bisschen größer machen. Wir haben, wie gesagt, ja, Frage? Natürlich auf den Wahlkampf bezogen. Ja. Auf den Wahlkampf bezogen. Ich hatte ja auch schon geschrieben an den Mann. Ja, wir wollten ja dieses einheitliche Auftreten. Ja. Und wir wollten ja dieses einheitliche Auftreten zumindest mal, sage ich jetzt mal, zwischen Bavü, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Gut, wer Hessen erklärt sich auch bereit, da mitzuziehen, haben sie gesagt, oder die Wahlkampfleute ein bisschen. Wann wäre denn die, September ist da natürlich zu spät. Das ist für Plakate und solche Sachen ist das out of order. Deswegen dieses Grunddesign, ich nenne es einfach mal dieses Grunddesign, was ja da von mehreren Leuten entwickelt wird. Ich meine nicht das CI, ich meine das CD. Ja, wir brauchen kein komplettes CI, sondern wir brauchen das, dafür reicht das CD, was wir jetzt da für uns machen. Wäre nicht doch eine Möglichkeit, das irgendwie vorzuziehen, das irgendwie noch 2 Monate anzumachen? Weil wir haben zum Beispiel in Göttingen und in Kassel öfter schon mal explizit auf das Problem hingewiesen. Da hieß es, dass bis zum Bundesparteitag wenigstens 2-3 Sachen so weit fertig sind, dass wir dort mal ein Meinungsbild machen können, was wir aufnehmen. Wenn das nicht ist, wird es schwierig. Okay, ja, 2 Monate vorziehen wird wahrscheinlich schwierig werden. Also wann wollt ihr denn in Bavü oder in Rheinland-Pfalz eure Plakate bestellen? Fangen wir an. Also ich kann jetzt für Baden-Württemberg spezifisch reden. Wir haben jetzt natürlich schon, was das Wahlkampfteam betrifft und Einzelne betrifft, da warten wir ja schon, Bundesverfassungsgerichte zum Beispiel. Wir haben schon Flyer gemacht, die Türkungsaktion, wir haben schon Flyer gemacht. Wir haben Flyer machen müssen selber mit eigenen Sachen,
von dir habe ich ja auch mal gehört, bestellt das bitte über den P-Shop so Sachen. Können wir nicht, weil es da nichts drin ist. Wir haben Flyer gemacht für unsere Unterschriftenaktion, wo wir den Leuten erklären, warum gebt ihr uns die ganzen Unterschriften? Geht ihr ein Risiko ein? Geht ihr kein Risiko ein? Dann, weil die Leute fangen diese Unterstützungsschrift nicht ein und müssen uns die ganze Adresse geben. Da wollten wir dann das in die Hand drücken. Also das heißt, es läuft schon relativ viel in Baden-Württemberg, wo schon explizit Flyer gedruckt worden sind und wo wir aktuell eigentlich jetzt schon irgendeine Sache bräuchten, wo wir jetzt schon handeln könnten, sogar. Also wir haben schon begonnen. Konkret jetzt Wahlkampfflyer. Also das ist ja jetzt lustig, wenn du sagst, ihr habt alle Flyer gemacht und ihr wolltet die dann vom P-Shop bestellen und waren nicht da. Also das ist ja genau das, was Gordon sagte, wenn ihr Flyer macht, dann schickt ihm die rüber und bestellt sie darüber. Das sind zum Beispiel dann auch andere Gliederungen aus eurem Landesverband, die dann da anfragen, entsprechend auch die Flyer haben können. Ja, das ist klar. Es wird aber sowas, wie du eben selbst gesagt hast, Hermit, das geht ja am Ruckzuck, das muss morgen fertig sein. Und da gehen solche Dinge unter. Bei uns gibt es das andere. Bei uns wird jetzt nach und nach werden die Direktkandidaten gewählt. Die Direktkandidaten sind, es ist jetzt etwas blöd, man kann sie aber auch nicht immer einbremsen. Die sind dann heiß, die möchten gerne Wahlkampf machen, die möchten gerne ihre Flyer machen, die möchten vielleicht sogar schon irgendwo ein DIN A1 Plakat sich hinhängen, selbst noch nicht die große Menge, aber möchten schon irgendwas haben. Es ist schon relativ, ja, man soll sie auch nicht einbremsen. Das ist ja auch immer so. Ja. Dann fängt dieser Wildwuchs wieder an. Und wir wollten eigentlich diesen Wildwuchs relativ umgehen, um ein einheitliches Bild abzugeben. Deswegen frage ich eigentlich jetzt nicht. Wir können andere Sachen an den P-Shop geben. Probieren wir auch. Auch diese Plakate, die wir dann, ich sage einfach mal, außerhalb dieses CD entwickeln, werden wir an den P-Shop geben. Ja, aber das bringt nicht das einheitliche Bild. Da frage ich das. Das ist durchaus eine konkrete Frage und auch auf diese Frage, wie ihr gerade am Beamer seht, gehen wir gerade aktuell ein. Es wird gerade aktiv an diesem Corporate Design Manual gearbeitet. Das ist jetzt hier schon mal die erste Preview. Ich denke mal, in den nächsten 2 Wochen ist das Ding fertig, sodass dann tatsächlich auch alle Leute das entsprechend nutzen können. Und wir hier ein geschlossenes Auftreten ermöglichen können. Im Anschluss werden dazu die entsprechenden Vorlagen, wie sie jetzt gerade schon mal von Hermi vorgestellt werden, wurden produziert, gemacht, die dann später auch in die Web-to-Print-Funktion hineinkommen. Das heißt, es ist im Moment noch ein laufender Prozess. Und sicherlich werden wir da versuchen, auch auf euch zuzukommen und zu sagen, okay, jetzt ist das Web-to-Print vielleicht noch nicht fertig, weil es gerade aktuell noch programmiert wird oder noch in der Testphase ist. Aber wir haben zum Beispiel die Vorlagen schon fertig und wir können irgendwie eure Vorschläge, eure Direktkandidaten da zumindest schon mal reinstecken. Also ich kann da jetzt für die Piraten Stuttgart hauptsächlich sprechen. Die haben es in letzter Zeit ansprechend sehr, sehr schöne Flyer gemacht. Natürlich, es entspricht jetzt nicht diesem Aussehen. Wir haben uns bis jetzt an den Bundestagswahlprogramm und Design von 2013 angelehnt mit dem Gelb und mit dem Blau. Das sollte natürlich jetzt dann anders gemacht werden im einheitlichen Auftreten. Wie schnell ist der P-Shop, wenn unsere Leute, die mit verschiedenen Mitteln arbeiten, sich genau an das halten würden, wir die Dateien euch geben, Mittel zusenden. Könnt ihr es genauso schnell wie Flyer etc. was anderes machen, wenn wir jetzt gehalten? Ja. Also es funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay. Du kannst dann werde ich das jetzt so weiterleiten. Herr, ich könnte mir bitte das an meine E-Mail-Adresse schicken. Dann werde ich das in Baden-Württemberg nicht sagen. Das, alle E-Mails kriegt dann. Wie gesagt, das wird noch eine Preview, ne, um euch jetzt gerade mal zu zeigen, dass aktuell wir daran arbeiten. Ich sagte gerade, in den nächsten 14 Tagen ist das fertig. Und dann schickt Stefanie dir das gerne zu. Ja, Preview, ja, aber ich brauche trotzdem was.